Heute zeige ich Ihnen ein paar Dinge, wie ich übe. Ich habe 17 Jahre Violinsolo als Solist gedient. Und da zeige ich Ihnen einmal meine Mappen, wie meine Griffe ausschauen. Alles selbst erstellt, die Mikrointervalle, der Spezialist. Spezialist, die Fingerings, Alternate Fingering Chart for Flute. Solche verschiedene Modelle, wie man das aufzeichnen kann. Die Noten. Wie man Aufzeichnungen macht, musikalische. Und dann zeige ich, so mache ich mir meine Vorbereitungen. Das ist eine Mozart-Vorbereitung. Concerto in G, also für Flöte und Orchester. Von Herrn Mozart. So 120 Seiten diese Partitur. Und dann möchte ich zeigen heute meine zwei Filme. Einerseits den Exodus A-Immigranten. Ich sage da in diesem Film 50 Jahre mit keiner Frau gesprochen, 50 Jahre kein Kind gesehen. Das ist der Film Exodus A-Immigrant Exilvogel. Und dann sage ich in meinem Film auf der Brücke. Und der Toplatte ist selber unter der Brücke. Standesunterschied. Verstehst du? Jugend oben und der Mann im besten Alter unter der Brücke. Und da frage ich mich, ja, ist das nicht ein Widerspruch? Schau die schönen Zeichen. Die Enkel, meine Enkel. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn ich sage, 50 Jahre keine Frau gesprochen und dann winken mir plötzlich, schreien alle, mit der Erzenkel Gabriel, Artikulation, die drei Finger verstehst, die mögen mich dann doch. Und ich spreche immer von 12 Jungen in allen umgrenzenden arabischen Staaten, Emirate, Irak, Iran. Ja, was stimmt jetzt? Ist das nicht ein Widerspruch? Wenn ich einmal sage, ich bin ein Exilvogel, und bin wie ein fleischiger Aasgeier, also ein gieriger Adler, der eine Willenskraft hat, aber ausgeschlossen sich fühlt. Und andererseits das. Dann würdest du sagen, das ist widersprüchlich. Und in der Musik nennt man das nicht Widerspruch, sondern man nennt das Kontrapunkt. Also bei Anne-Sophie würde man sagen, sie versteht es, zu kontrapunktieren. Und das möchte ich jetzt heute noch einmal zeigen, anhand dieser Noten, wie ich das im Studium gelernt habe. Das ist kann man so sagen, wenn etwas so eine Melodie angelegt ist, ein Concerto, dann gibt es verschiedene Stimmen und die können sich schneiden, die Wogen und dann, wenn ein Solist, nehmen wir an, er spielt Flöte, also Querflöte oder ist ein Violinsolist, muss er sich überlegen, wie er kontrapunktiert. Wenn hier das Orchester ist
Das ist natürlich vielschichtiger in Wirklichkeit. Also die Partitur schaut dann so aus etwa. Verstehst? Ist vielschichtiger. Aber dann kommt der Solist und schaut, wie er kontrapunktiert, wie er drüber zieht. Pst, 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 was er fasst, verstehst? Und dann schwebt das Rot drüber. Pst, 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 da, 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 bam, 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 bam. Und wie er die Phasen erwischt, verstehst? Das kann sehr verschieden sein, je nach Gemüt, je nach Lage, je nach Temperament, je nach Akzent. Kontrapunkt. Und das wollte ich noch einmal sagen, weil ich habe schon geschlafen und bin extra noch einmal, als ich erwacht bin, aber gedacht, extra möchte ich das erklären. Wenn eine Dame, eine Künstlerin wie Anne-Sophie kontrapunktiert, also das macht, diese Phasenverschiebungen und die einsetzt, wie sie die Phasen abklappert, abgleicht, verstehst? Wie sie mitschwimmt. Das ist so ähnlich wie ein Surfer, verstehst? Also wie sie die Wellen nimmt, verstehst? Da sagt man, sie kontrapunktiert. Und wenn man jemanden beleidigen wollte, dann sagt man, er hat sich in Widersprüche fallen lassen. Verstehst? Aber das ist kein Widerspruch. Verstehst? Das ist kein Widerspruch, sondern es ist die Art, wie jemand die Wellen nimmt als Surfer. Und die Mannigfaltigkeit ist indefinit. Aber man darf nicht verlieren an Eleganz. Und so ist es auch, dass man sagen kann, man hat gesagt, man fühlt sich als Mann manchmal ausgestoßen wie ein Exilgeier, ein Exiladler, ein Exilvogel, ein Migrant, ein Aar im Exodus, der vertrieben wird. Aber gleichzeitig hat man dann doch wieder Sympathisanten und die am meisten wert sind, die noch kindliche Freude haben und ein Spürsinn. Verstehst? Und dann ist man wieder, kann man sagen, im Eigenlob bis voll der Sahne. Verstehst? Die spricht dann da. Dann kann ich sagen, mal den Hals und fasse ich und umklammern und sage, danke. Verstehst? Und ich ersticke nicht. Dann freue ich mich wieder. Kontrapunkt.